So Leute, da sind wir beim letzten 2022er Challenger Standard Deck, vermutlich. Ich werde das Rot-Schwarze nicht holen. Ich finde das nicht gut und ich will das auch gar nicht haben. Es sei denn, irgendjemand sagt, hier, ich habe das noch, mach das für mich auf. Aber ansonsten niemals. Ich finde das wirklich schlecht. Wir gucken uns heute an das grün-rote Gruul Stompy. Auch ein sehr cooles Deck. Ich muss halt sagen, im Standard finde ich es halt aktuell Banane, was da aktuell abgeht. Und dementsprechend gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Crash Bang, Kia Pow! Sehr cool. Bisschen Dad Jokes, muss von Wizards sein. Wir sind es nicht anders mehr gewohnt. Wizards macht eine Menge Dad Jokes, neulich ja schon wieder. Und dementsprechend gucken wir uns mal an, was wir haben. Ich glaube, das ist das Deck, das meiner Meinung nach am besten gealtert ist. Außer dass natürlich das Rot-Schwarze, weil, aber das ist halt Kacke. Aber hier, das ist, glaube ich, am besten jetzt gealtert von den Karten her, von dem, was drin ist, von dem, was immer noch spielbar ist, von dem, was auch noch spielbar sein wird, wenn Rotation ist. Ist der schon Rotation gewesen? Ich glaube nicht. Ja, dementsprechend gucken wir uns das mal an. Wir haben im Sideboard ein Tovola Dire Overlord, 3-3 Wölfe und Werwölfe, die mit einer Schaden zu finden ziehen, uns eine Karte. Und zu Beginn des Versorgungsmoments, wenn man 3 oder mehr Wölfe kontrolliert, dann transformt man eine beliebige Anzahl an Human-Wölfe und es wird Nacht. Sehr cool. Und das ist auch Card Draw 4-4 mit einem Kessing Wolf Run. Also für ein rotes, ein grünes und X kriegt eine Kreatur +X/+0 und Trampel. Okay. Davon haben wir 2, okay. Burning Hands wurde sich auch so ein bisschen beschwert bei mir, dass ich, wow, der Kappa, dass ich doch nicht ganz so die Deckliste im Kopf habe. Ich habe sie diesmal auch nicht angeguckt, es tut mir leid. Okay, ist auch wieder so komisch durcheinander und Special Artwork vom Kappa. Kappa Tech Wrecker. Der gute Ninja Turtle. Turtle Ninja. Sie haben es leider falsch rum aufgedruckt. Dann ein Book. Lantern of the Lost. Übrigens eine sehr coole Option, falls ihr euch die andere Laterne nicht kaufen wollt, weil sie viel zu teuer ist und ihr eh nichts mit eurem Friedhof macht und ihr da halt was rausholen wollt für einen Mana, so holt euch die. Twin Shot Snipe, habe ich jetzt neulich gesehen, wird im Goblin gespielt mit Channel. Fand ich sehr interessant. Wirklich sehr interessant, dass sowas gespielt wird. Und hier ist noch ein Rare. Frog Hermoth. 5 Mana 4-4 Eile Trampel. Immer wenn der Gegner Schaden zufügt, exilieren wir die oberste Karte aus dem Friedhof und legen eine +1/+1 Marke für jede Kreatur auf diese Weise exiliert. Okay. Hä? Ach, so viele Karten exilieren wir aus dem Friedhof. Und wir kriegen ein Leben für die Nicht-Kreaturenkarte. Für jede Kreaturenkarte kriegt er eine +1/+1 Marke, für die Nicht-Kreaturenkarte exilieren wir die. Dann haben wir Wolf. Treasure, ich finde es ganz cool, dass hier unterschiedlich Wölfe drin sind. Ja. Und Treasure und 2 Clues. Day Night, Make Friends at FNM. Und hier eine Menge Midnight Hunt und Crimson Vow. Checkkarten. Ja. Wie immer bei diesen Boostern, beziehungsweise nicht bei diesen Boostern, bei diesen Openings gehe ich nur auf die Rares und Mythics ein und auf das, was mir auffällt. So ein bisschen gerade noch drüber geredet. Ich will da ja nicht komplett durchsagen. Und am Ende kriege ich noch so ein bisschen meine Meinung zu dem Deck und ob das ein cooles Deck ist oder nicht. Und ihr habt das wahrscheinlich eh schon alle aufgemacht und guckt das hier nur aus Freundlichkeit. Deshalb danke, dass ihr zuschaut und dass ihr uns Freundlichkeit anschaut. Wenn ihr es nicht tut, wenn ihr euch noch überlegt seid, das wirklich noch nachzuholen, dann sagt mir mal Bescheid. Also jetzt nicht, weil ich das verkaufen will, sondern halt, mich würde es mal interessieren, wie viele Leute effektiv sich diese Challenger gekauft haben. Wir haben einen Ulvenwald Oddity. 4 Mana 4-4 Trampeleide. Wow, das ist nicht schlecht. Und den können wir transformieren für 7 Mana. Und dann ist der 8-8 und Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen +1/+1 Eide und Trampel. Wow, okay, das ist stark. Dann haben wir einen Tovolas Huntmaster. 6 Mana 6-6. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir 2 Wolf-Token mit Daybound. Und bei Nightbound hat der, wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, kriegen wir 2-2 Token. Und für 4 Mana kriegt eine andere Wolf, der Werwolf Fight. Also er fightet eine andere Karte. Okay, das ist wirklich nur, der ist nur, wenn er ins Spiel kommt. Krass, haben wir noch so ein Oddity, noch so ein Oddity, noch so ein Huntsmaster, noch ein Twin-Shot-Sniper, cooler Goblin. Halan und Elana Partners, 4 Mana 2-3 Reach, also Reichweite und Erstschlag, was schon sehr stark ist. Aber es ist Ranger, Ranger haben immer Reach. Und zu Witness Combats legen wir +1/+1 mal auf eine Kreatur, bei X die Power von der ist und sie kriegt Eile. Das ist stark. Mehr Twin-Shot-Sniper. Ich habe voll vergessen, dass hier drin ist. Goldspan Dragon, 5 Mana 4-4 fliegend Eile. Wenn der angreift oder das Ziel wird, kriegen wir einen Treasure-Token. Treasure-Token haben halt Tappen für 2 Mana. Sehr starkes Teil. Light Up the Night. Schön mit... Oh. Ich mag die Frau, ja. Ich finde Chandra ja wirklich cool.
Aber was sie hier abgezogen hat, ja, egal. Für ein rotes und X fügen wir X-Schaden zu und X ist 1 plus, was? Ach, ein mehr, wenn wir eine Kreatur oder Planeswalker targeten. Ich kann auf irgendein Target schießen. Für Flashback können wir 4 Mana bezahlen und X-Loyalty-Counter von Planeswalkern runternehmen. Und ja, okay. Strangest Teil, vor allem, weil wir, glaube ich, keinen Planeswalker drin haben. Dann haben wir Braid. Braid ist wieder Standardliga. Wow, als Playset. Krass. Snake Skin Veil. 2 Mana, wir legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur und es geht Hexproof bis meines Zuges. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Rangers Class. Wow, stimmt. 2 Mana, wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegen wir 2/2 Wolf. Für 2 Mana können wir das auf Level 2 aufleveln. Dann legen wir eine +1/+1 Marke auf eine angreifende Kreatur. Immer wenn wir angreifen. Und wenn wir auf 4 aufleveln, können wir die oberste Karte unseres Decks angucken. Wenn es Kreaturenspell ist, können wir den casten. Super starke Karte. Wirklich starke Karte. Vor allem, weil sie nicht legendär ist. Magda. Magda Brazen Outlaw. 2 Mana 2/1. Dwarfs kriegen +1/+0. Dwarfs haben Tappen für einen Treasure. Und wir können 5 Treasures tappen, um unser Deck nach einem Artefakt oder Drachenkarte zu durchsuchen und sie ins Spielfeld zu bringen. Die habe ich jetzt im Legacy gesehen, mal wieder in so einem Wandelwicht-Deck, wo so haufenweise 1-Mana-1-1 Wandelwichter gespielt werden. Mega coole Idee, die werde ich auf jeden Fall mal behalten, damit ich dieses Deck bauen kann. Sehr, sehr cool. Briar Bridge Tracker. 3-Mana-2-3 Wachsamkeit, wenn ihr ins Spiel kommt, investigieren wir. Das heißt, wir kriegen einen Clue-Token, den können wir für 2 Mana opfern, um Karte zu ziehen. Und solange wir einen Token kontrollieren, hat er +2/+0. 3-Mana-4-3 Wachsamkeit. Ist halt 4-3, ist ganz nett. Dann haben wir Rockfell Vary. Kommt getappt ins Spiel, es sei denn, wir kontrollieren 2 oder mehr Länder. Das heißt, es kommt meistens end-up ins Spiel und. What? 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 Dafür, dass sie so hart gegeizt haben mit diesen, mit genau diesen Ländern haben wir hier 2, 4, 6, 8 Mountains drin und 2, 4, 6, 8, 10 Forests. Die haben so unendlich darin gebeizt, dass noch nicht mal in einem Bundle ein paar drin waren. Wow. Das ist geil. Das ist geil. Ich bin begeistert. Mehr davon. Und wir haben noch Layer of the Hydra. Und zwar kommt das getappt ins Spiel, wenn wir 2 oder mehr Länder kontrollieren. Andere Länder. Und das Ding tappt für ein grünes und für ein grünes und X wird das zu einer XX-Hydra-Kreatur und ist ein Land und X kann nicht null sein. Ich bin gerade sehr geflasht von den Ländern. Ich habe das überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt, dass diese Länder hier drin sind, was ich super cool finde. Wir haben die Valley, was ganz cool ist. Also hier sind auch eine Menge Rares drin. Rangers Class, Magdas, die Bread Brats, der Goldspan Dragon. Hier sind eine Menge Vierer-Rares drin oder 3 von denen, die wirklich gut sind und auch nicht zu unterschätzen sind. Und deshalb ist das auch bei mir in meinem Ranking die Nummer 2 von der Deckstärke her und auch vom Spaß und vom Value und so weiter und so fort, was ihr für das Deck bezahlt, was ihr raus habt. Wirklich, wirklich gut. Und ja, Gold Stompy auf der 2. Habt ihr eine andere Reihenfolge? Fandet ihr den Deck viel, viel cooler als Cool Stompy oder ähnliches? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir, was ihr gekauft habt, euch davon. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.